Was geht, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 15 Karrieremodus. Wir konnten unser letztes Spiel sensationellerweise in München mit 5 zu 0 gewinnen. Und jetzt kommt Fenerbahçe Istanbul in der Champions League gegen uns dran. Also ich glaube, wir haben derzeit eine sehr große Brust. Wollen wir doch mal gucken, wer alles jetzt mal fit ist. Weil ich glaube, wir müssen jetzt ein paar Spieler wechseln. Das letzte Spiel muss eigentlich ganz schön in Kraft geraubt haben. Und ja, es sind einige Spieler, wo man mal wechseln könnte. Bringen wir von Depay Anfang an. Da kommt Tielemans und da kommt Halilovic. Da wird. Ja, sieht eigentlich noch relativ gut aus. So, und der Abwehr. Wollen wir mal auch wechseln. Friedrich und Ayhan reinbringen. Wollen wir also mal mit einer kleinen B11 spielen, in Anführungszeichen. Und so, Sobotka kommt mit. Wenn er meine drei Einwechselspieler sein, Janus heißt Sobotka Avdicay. Das passt ja dann soweit. Also ich kann Fenerbahçe gar nicht einschätzen. Mit der türkischen Liga befasse ich mich gar nicht. Ich weiß nur, dass da eher so alterne Stars ab und zu mal noch Geld verdienen wollen. Ich bin mal gespannt, wer jetzt alles in der Startelf dann von Fenerbahçe stehen wird. Ich da eventuell noch ein paar kennen würde. Da muss ich gleich mal hier unten diesen Fließtext mal genauer betrachten. So, Volker Demirel sagt mir was. Bruno Alves. Meirales sagt mir was. Dirk Kuyt sagt mir natürlich was. Emineke sagt mir was, aber der Rest sagt mir halt mal gar nichts. So, jetzt Friedrich mit einer guten Balleroberung. Ja, sehr schöner Pass. Oh. Oh, das ging jetzt viel zu leicht. Oh, was die Abwehr da gemacht hat von Fenerbahçe, keine Ahnung. Gibt Hündeler den Ball, rennen alle zu Hündeler. Ja, und dann steht Max Meyer einfach mal komplett frei. Damit das schnelle 1 zu 0. Also wir machen da weiter, wo wir im letzten Spiel aufgehört haben. Mal gucken, wie Fenerbahçe antworten wird. Ah, Fährmann ganz sicher. Oh. Ah, nicht gut. Aber Friedrich passt auf. Könnte Freistoß geben. Ah, gibt auch Freistoß. Fenerbahçe steht jetzt extrem defensiv. Ich glaube, die sind gewandt nach dem Gegentor. Ah, wow! Da wird Tielemans einfach mal komplett auf den Boden geschickt. Ah, und Ayhan gut aufgepasst. Ah, da sind die Fans nicht zufrieden. Also mit der Schiedsrichterleistung nehme ich an. Jetzt Meier. Oh, und. Boah. Und Tielemans mit dem 2 zu 0 nach 16 Minuten. Schön zurückgelegt, den Hündeler eigentlich gut mitnimmt. Und dann wird einfach in die Mitte abgelegt und Tielemans knallt einfach mal voll in die Mitte rein. Also ich glaube, wenn der Torhüter da stehen geblieben wäre, hätte er ihn einfach fangen können. So macht FIFA doch Spaß. Oh, ja, es könnte Gelb geben. Ja, und gibt natürlich wieder Gelb.
Keine Ahnung, was Fenerbahçe hier vorhat. Oh, sehr schöner Pass. Oh, da wäre die Tour fast vorbei gewesen. Tadilovic kämpft heute gut mit. Oh, schöner Pass. Oh. Hätte ich gewusst, dass er der Grätsche, also dass er zur Grätsche ansetzt, wäre schon viel weiter gelaufen, also viel weiter gelaufen. Herr Hünte, da probiert es, wo er nur kann. Der Torhüter, der macht jetzt auch nicht den besten Eindruck. Oh. Also kämpferisch kann ich absolut nichts sagen, die Saison. Gut gemacht von Meier, aber dann verliert er den Ball. Na komm, gib ihn her, gib ihn her. Ach. Ich muss sagen, ich glaube, Fenerbahçe muss aufpassen, dass sie nicht sogar noch höher abgeschossen werden als die Bayern. Es geht alles viel zu leicht für uns. Jetzt kommt irgendwie keiner richtig mit und der Lilovic muss es alleine machen. Oh. Ja, geschickter Seitenwechsel, muss ich sagen. Und gut gemacht von Meier. Gefällt mir richtig gut, dieses Spiel. Boah. Und das 3:0 in der 37. Minute. Ja, sag mal so, schöner Lupferpass von Meier. Und Hünte, da macht es dann mit dem Kopf. Erinnert mich so ein bisschen an Van Persie. Einmal kurz auf Superman gemacht. Ja, und da regt sich der Torhüter wieder auf. Na komm schon. Ah, fast. Oh, und Hündeler. Schafft er es? Schafft er es? Na. Ah, hätte ich in die andere Ecke schießen müssen. Als ein Eckball. Sind wir jetzt neuerdings auch gefährlicher. Ah. Sah auch nicht so sicher aus. Vom Istanbuler Torhüter. Oh. Ach, gut wieder gelöst von Halilovic. Ah, schade. Ah, es könnte jetzt auch eine gelbe geben. Nee, ah doch. Da ist die gelbe Karte. Das läuft irgendwie gerade sehr gut. Und damit der Schlusspfiff. Wir gehen also mit einer 3:0 Führung in die Halbzeit. Ah, dafür, dass wir eigentlich sozusagen die 1B11 spielen haben. Ah, und die deutschen Vertreter schlagen sich auch einigermaßen gut. Dortmund führt und Bayern unentschieden gegen Marseille. Ach, 7:1 Torschüsse in der ersten Halbzeit. Bin gespannt, wie es jetzt weitergehen wird. Ah, und wieder Hündeler. Ah, der Pass kam zu ungenau. Ah, genauso geht es dann weiter. Oh. Oh, sehr schön gemacht. Jetzt Iturbe wieder. Wow.
Schade. Wow. Wäre der ein bisschen steiler gekommen, wäre der richtig gefährlich geworden. Oh. Ah, komm schon. So, wollen wir jetzt mal wieder in den Gegenangriff schalten. Ja, gut gemacht von Meyer. Oh, ganz knapp wieder den Ball verloren. Und wieder eine gute Balleroberung. Und jetzt Hündeler. Nein, Pfosten! Oh, der ist ja stark bedrängt worden, aber schafft es noch überhaupt aufs Tor zu schießen. Dann geht er an den Pfosten. Ah, sehr viel Pech gerade. Viel zu leichtfertige Ballverluste jetzt. Wow. Was ist denn jetzt los? Wollen wir mal die Unterbrechung jetzt nutzen, um auszuwechseln? Vielleicht geht da mal wieder was nach vorne. So, wollen wir mal die Wechsel machen. Und bringen Janusai für Meier, der ja auch sich mit dem Tor belohnen konnte. Ah, komm schon, Afdijay, schaffst es? Schade. Oh, nicht gut. Oh, sehr viel Glück, dass der Ball wieder zum türkischen Spieler kommt. Ah, das habe ich doch geahnt. Jetzt Kolasinac mit dem Konter oder was? Sehr schön gesehen. Jetzt Afdijay, allein gegen alle. Kommt am ersten vorbei. Ah. Schade, schade. Oh. Jetzt. Fenerbahçe mit dem Vorteil. Wow, und Fährmann ganz sauber, kann sich hier gut auszeichnen in dem Spiel. Boah, sehr gut gerettet. Ah, Tiedemans kommt vorbei. Jetzt Janusai. Boah, gibt Freistoß. Aus einer relativ guten Position, muss ich sagen. Aber wollen wir mal gucken, wen wir jetzt schießen lassen. Es könnte doch eine Position für Eihahn sein. Schade. Ah, der ging leider nicht direkt aufs Tor. Ach, zu Sobotka ein bisschen Pech gehabt. Ah, dem mache ich jetzt auch keinen Vorwurf. Muss ja noch sehr viel lernen, was überhaupt alles hier angeht. Oh, jetzt super Pass. Hat Demirel aufgepasst. Ah, wird wohl 3 zu 0 ausgehen.
Oh. Ah, gute Grätsche. Ah, der ist zu weit. Der war zu weit. Also Fenerbahçe spielt jetzt viel besser als in der ersten halben Stunde. Beziehungsweise die gesamte erste Halbzeit. Oh, sehr schön gemacht. Oh, ganz abgezockt gespielt. Was ein blitzsauberer Konter, den Avdija dann ganz locker einschieben kann. Alles richtig gemacht. Hier hätte Janus eigentlich auch selbst schießen können, aber liegt ganz uneigennützig auf Avdija zurück. Ja, damit haben wir jetzt doch noch ein Tor geschossen. Und damit ein 4 zu 0 wieder. Wow. Ah, das war ich zu überrascht, dass ich überhaupt den Ball jetzt erobern konnte. Oh, sauber gemacht. Ja, weil Tielemann ist einfach nicht mehr fit genug, um den Pass noch sauber anzubringen. Wir haben also 4 zu 0 gewonnen. Sehr geil, muss ich sagen. Ja, wir haben in der zweiten Halbzeit auch noch viermal aufs Tor geschossen. Ja, und Bayern gewinnt, Dortmund gewinnt, also für die Bundesliga läuft es international. So, in der nächsten Folge wird es dann gegen Hertha BSC Berlin gehen. Tabelle bisher noch sehr, sehr knapp nach 5 Spieltagen. So, ich verabschiede mich wieder an dieser Stelle. Bis bald, euer MCO.